Einen herrlichen zusammen und mal wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze im Objekt 260, bin auf Paris gelandet. 9er, 10er Gefecht, ein Light, zwei Artis. Müssen wir also ein bisschen bei den Artis aufpassen. Gibt ja tatsächlich hier genau einen Fleck. Vielleicht kann ich ihn euch dann, also ich kann es hier auf der Minimap mal zeigen. Wenn man hier so steht wie ich hier an dem Schutthaufen, um da auch direkt mal ein paar Infos zu droppen am Anfang. Wenn die Artis sich genau hier hinstellen an das Eck, geht auch genau so, dass man sozusagen hinter dem Haus steht, nicht gespottet wird durch die Straße, dann könnten die Artis mir hier reinschießen. Ich weiß nicht, persönlich nicht, ob das jeder Arti kann, aber es können auf jeden Fall einige. Da also aufpassen, wenn es Artis gibt hier bei diesem Schutthaufen. Oft genug ist es aber tatsächlich so, ihr seht ja, der Winkel, der geht sozusagen hier, ne? So. An diesem Haus, also hier und links und rechts an den Häusern halt mittig durch. Und der Schuss muss halt auch erstmal sitzen. Aber, wie gesagt, aufpassen. Paris von meiner Seite aus finde ich relativ einfach zu spielen. Der VK ein bisschen übermütig, sage ich jetzt mal. Wir sehen ja doch ganz schön viele Gegner vor uns. Ich mache mal einen Ticken leiser. Linke Flanke gehört eigentlich schon uns. Wir müssen jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass wir nicht überrannt werden, dass wir jetzt hier keine Fehler machen. Dankbarerweise gibt der Badger uns jetzt hier noch die Möglichkeit, einmal reinzuhalten. Und wir bleiben erstmal ganz kurz noch an diesem Schutthaufen stehen. Ist einfach die Nonplusultra-Position, wenn es darum geht, hier zu verteidigen. Ist natürlich ein bisschen abhängig, was sozusagen links von einem hier mit einem dabei steht. Im Moment sind wir ja doch, was das angeht, relativ mager. Wenn die Gegner das mitkriegen würden und hier dann kollektiv mal reinpushen würden, hätten wir doch relativ schlechte Karten, das hier zu halten. T57 links ist One-Shot. Die Gegner haben komplett die Map-Control aufgegeben. Schade. Hat gerade einen falschen Moment angehalten, der Sack. Wir müssen jetzt so nur noch die Schlinge zuziehen. Im besten Fall halt jetzt hier die Leute, die in der Mitte stehen, einfach mal hier reinfahren jetzt. Dann sind zwei Panzer tot. Ne, da bringt er dein Gezappel auch nichts. Einfach oben in den Turm rein. Er steht auch leicht schräg nach unten, ihr seht. Ich kann ihm easy peasy einfach in die Kommandoluke jedes Mal reinhalten. So, CC guckt nicht. Der ist beschäftigt. Ich kann ihn hinten reinhalten. Genau so muss das laufen. Ein Schuss nach dem anderen. Gar nicht groß warten. So eine Situation immer schön ausnutzen. Ne? Weil wenn der CS sich dreht, kriegt halt von der anderen Seite. So bin ich der Lucky Dude sozusagen, der hinten die ganze Zeit reinhalten kann. Und so langsam könnten wir auch überlegen, jetzt nach vorne zu fahren. Wir sind ja noch voll. Aber bei sowas nicht irren, ne? Wir sind 5-5, HP sind auch recht gut ausgeglichen. Jetzt hat mich gerade das 277 gespottet, ohne dass ich ihn gesehen habe. Na, ne, das wird nix. Den Winkel kriegst du nicht hin. Ja, 277 ist weg. Ich war vor. Oh, der war edel. Dankeschön. Ah, die hält auch rein. Komm, 277. Genau, du fährst jetzt weg. Ich halte dafür den 50er hinten rein. Genau so war der Plan. Dann machen wir nochmal den Char jetzt hier Proxy auf. Kann man alles nebenbei machen, wenn man dann nachlädt. Die Gegner können ja gerade nichts anstellen. Also gut, sie könnten pushen.
Aber ich habe ja rechts von mir noch den, was ist das, den T95 zu stehen. Ja. One-Shot rausnehmen. Er hat gerade schon einen rausgehauen. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht noch drei hat, sondern jetzt sozusagen leer ist. Ne, ist er nicht. Schade. Aber egal. Das war jetzt sozusagen sein letzter Clip. Ja. Oh, der war frech, Leo. Sauber. Die Gegner waren recht dankbar. Ich konnte hier dann ganz gut was abstauben. Insgesamt habe ich 3 Kills gemacht. 5715 Schaden insgesamt noch abgestaubt. 491 Unterstützungsschaden gemacht. Großkalibermedaille und auch noch das Überlegenheitsabzeichen. Stufe 2 haben wir jetzt hier in der Tasche. Ersten Platz haben wir uns auch gesichert mit 1157 XP. Trefferbild ist auch solide, 22, 20, 16, kann sich sehen lassen. Und ja, obwohl wir jetzt hier wirklich ein gutes Trefferbild haben, haben wir trotzdem 27.408 Credits minus gemacht. Und die war recht kurz. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach noch eine an. So, zweite Runde. Diesmal im Objekt 277 unterwegs. Also eigentlich so ob es jetzt der kleine oder der große Bruder vom 260 ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so gleich in grün, sage ich jetzt mal, das Ganze auf Bergspaß mal wieder. Und ich fahre hier auch wieder nach unten. Müssen ein bisschen aufpassen, Gegner haben eine 10er Heavy mehr. Eine Arti gibt es auch, Lights haben wir nicht. 9er, 10er haben wir jetzt hier als Gegner. Ach, schade, den hätten wir gerne eine gedrückt. So, aber er kann jetzt nicht mehr schießen, also fahre ich nach vorne. Ganz kurz nachladen. Ich freue mich immer, wenn da Leos kommen an der Posi. Zack. Und in den Kommentaren wurde gefragt wegen Halldown stehen. Also wie man das am besten macht und dann jeweils auf den verschiedenen Maps. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber falls du zuhörst oder zuschaust, ich werde dir auch in den Kommentaren nochmal antworten. Aber ich glaube, reden ist da ein bisschen informativer. Ist halt so, es ist schwer, jeden einzelnen Panzer für jede Position auf jeder Map das Richtige zu zeigen. Das wären unfassbar viele Videos, da komme ich vorne und hinten nicht hinterher. Im Grunde ist es so, ihr seht es, oder man sieht es ja jetzt hier, ich habe die ganze Zeit hier vorne an dem Stein gesessen, habe die ganze Zeit gewiggelt. Jedes Mal, wenn ich halt schießen wollte, habe ich nicht wirklich stillgestanden, sondern habe sozusagen dafür gesorgt, dass ich so klein, also dass meine Angriffsfläche so klein wie möglich ist. Ich hätte jetzt gerne den T10 raus. Gerade. Faustregel ist natürlich bei so gut wie jedem Panzer, oder ich sag mal jetzt bei jedem Panzer, versteckt eure Unterwanne, so gut es geht. Das ist Faustregel Nummer 1. Zweite Faustregel ist natürlich, sorgt dafür, dass wenn besonders in Momenten, wo ihr nicht schießen könnt, also wenn ihr halt am Nachladen seid, Autoloader, gleiche Prinzip, dass man euch halt nicht in die Kommandoluken die ganze Zeit reinhalten kann. Weswegen ich mich jetzt auch, als der E3 hier vorne war, eine Position nach hinten gezogen habe, um halt dem Schuss vom E3 komplett auszuweichen. Und ich habe ja als ersten Schuss, als er dann hier war, versucht ihn zu zerstören, anstatt halt den E3 zu beschießen. Um sozusagen den One-Shot rauszunehmen, um danach, also so war der Plan, um danach halt den E3 dann halt fertig zu machen. Auch jetzt hier wieder, E3 ist weg. Ich packe mich hier an den Stein, halte mich da gar nicht lange auf, sondern nur in den Momenten, wie ich tatsächlich abdrücke oder halt schießen möchte. Und alles andere ist dann, ihr seht, er guckt nach oben, er will meine Kommandoluke sehen oder treffen. Und also, dass man halt dann
währenddessen ich jetzt nachlade, fahre ich halt nach hinten, was ich halt sagen wollte wegen den Weak Spots oben, die Kommandoluken. War halt so weit nach hinten, dass keiner von denen schießen kann, ohne sich extrem in Gefahr zu bringen. Jetzt müsste ich zum Beispiel auch wieder nach hinten fahren. Hab jetzt gerade Glück, dass der Manti lieber den FV haben wollte. So, genau, vielen Dank. Jetzt blocke ich den Manti, dadurch, dass halt ich den IS-4 nicht vorbeilasse. Und schon bin ich zumindest, was den Manti angeht, relativ safe. Ich hoffe zwar, dass ich jetzt trotzdem ein bisschen Hilfe mit der IS-4 kriege, weil sonst wird das ganz schön teuer. Vielen Dank. Oh, einmal bouncen, Manti, bitte. Danke. So. Oh, was ein Low-Roll. Na, oh, der war... Danke. Danke. War jetzt ein Fehler. Also nicht, dass ich hier hingefahren bin, sondern ich hätte davon ausgehen können, dass der Manti leer ist. Dann hätte ich jetzt die IS-4 einfach töten können. Also, sie hat ja auch gerade geschossen. Hätte ich jetzt die IS-4 zuerst gemacht, hätte ich danach noch genug Zeit gehabt, um auch den Manti zu töten. Den Mino. Sorry, ich sag die ganze Zeit Manticore. Ist der Minotauro natürlich. Andersrum wäre halt schlauer gewesen. Und was noch zum Thema Haldon-Geschichte. Ich versuche das vermehrt dann, besonders bei Heavies, ich denke da, oder auch bei Haldon-starken Mates. Ich denke, da ist das auch am sinnvollsten, weil mit anderen Panzern, also ich sage jetzt mal, mit einem Progetto Haldon stellen kann man machen, aber man braucht nicht erwarten, dass da irgendwas bounced. Ne? Das ist dann halt panzerabhängig. Wenn ihr Haldon-starke Panzer erfahren wollt, dann S-Kong, Udus, den 10er, Mate, STB, wenn ihr habt, Chieftain, Centurion, M60, so meh, aber geht bestimmt auch ganz gut. Gibt ihr etliche, nicht nur im 10er Bereich. Sucht euch was aus. Wie gesagt, Faustregel, Unterwanne covern. Wenn ihr nicht schießen könnt, versucht in so zu fahren, dass halt ihr nicht beschossen werden könnt. Nutzt halt Hardcover in der Nähe und bleibt mobil, auch die ganze Zeit, währenddessen ich halt nach vorne gepiekt habe. Mit der Kanone kann ich es mir hier zum Glück erlauben, die 277er Gun ist relativ cool. Immer schön in Bewegung bleiben. Auch die zweite Runde verlief jetzt hier recht optimal. Zwei Kills durfte ich wieder abstauben. Diesmal haben wir hier 5635 Schaden rausgeprügelt. 3090 sind gebounced und 3222 haben wir noch unterstützt. Stahlwandmedaille und Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 haben wir in der Tasche. Und verdientermaßen jetzt hier auf dem ersten Platz mit 1239 XP. Auch hier ist das Trefferbild eigentlich recht solide. 19, 16, 13. Das kann man machen. Und jetzt hier noch mit knapp 8420 Credits gerade so sozusagen im Plus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.